So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crosscode. Okay, die Jäger sind ein bisschen zu heftig. Macht nix. Aber noch viele andere Quests, die wir hier machen können. Ich mache aber ein bisschen was und dann schauen wir später mal, ob ich irgendwelche Missionen noch nachmachen muss. Na? Blauhaarige Spheromancer. So treffen wir uns wieder. Mon Dieu, nicht die Type schon wieder. Hi. Ah gut, ich sehe, dein Level ist eigentlich im annehmbaren Rahmen. Als ob das eine Level einen Unterschied gemacht hätte. Aber deine vorigen Chart haben sie nicht vergessen. Ein Cheater zu sein ist schon schlimm genug. Aber ein Spheromancer mit seinem unehrlichen Verhaltenssinn, das schmerzt mein Herz. Was? Wir Spheromancer sind eine noble, wenn auch zu wenig beachtete Klasse. Ich kann das Spiel dann wie die nicht durchgehen lassen, unseren Ruf weiter zu schädigen. Moment, du bist auch ein Spheromancer? Natürlich, siehst du nicht mein auffallend pupelndes Outfit? Oh, Pantor, ich dachte, du wärst ein Trailblader mit allem Grün und dem spitzen Haar. Das ist mein Stil. Offensichtlich geht Mode über deinen Verstand. Genau. Egal, ich rede mit dir, blauhaariges Spheromancer. Lea. Ich fordere dich zum Duell heraus. Moment, was? Komm schon, wir haben gerade erst angefangen zu spielen. Natürlich werden wir das nicht hier und jetzt tun. Lass uns das Duell am Eingang vom Bergen Train austragen. Ich werde deine Fähigkeiten gründlich auf die Probe stellen, um sicherzustellen, dass du dich keiner unlauteren Methode mehr bedienst. Echt jetzt? Nimmst du die Herausforderung an? Lea. Gut, ich werde auf dich warten. Und tschüss. Und da verschwindet er wieder. Bist du sicher, dass es richtig war, seine Herausforderung einfach so anzunehmen? Mhm. D'accord, deine Entscheidung. Lass uns dafür sorgen, dass du gut vorbereitet bist. Ich will, dass du dem Kerl so richtig in die Derriere trittst. Komm, lass uns trainieren. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Haben wir 2 Punkte mittlerweile? Ja, haben wir. Ich kann doch erstmal das hier alles machen, wa? Achso, Fokus haben wir schon. Verteidigung und Max HP. Ah, hier, guck mal. Bullet Drain. Könnte ich hier so was anderes machen, ne? Spin Dance ist halt nur eine Attacke. Okay. Ach, Aktion aktiviert. Schleudern Hagel kleinerer Geschosse. Sehr nice. Machen wir hier vielleicht noch die Verteidigung höher. Und wo konnte man die Kampfeffekte? Naja, Alter, viele Quests ich hier habe. Status. Lerne, wie man Wurfkünste im Kampf einsetzt. Beginne den wieder auf einen Gegner zielst. Ja, du ziehst, drücke dann. Okay, da war's gewesen. Ah, hier. Tschu. Ah, liebe ich den Attack. Muss nur mein Fernkampf-Attack noch stärker werden. Ach, Drecksvieh. Okay, dann gehen wir uns mal kurz das Datending da holen. Ist hier noch was Schönes? No! So, boosted. Das Datending war da hinten gewesen, okay. Ich wollte wieder zu viel. Okay, kriegen wir erstmal das hier.
Ja, ich bin eher so ein Typ von Fernkampf, ne? Nahkampf liegt mir jetzt nicht so unbedingt. Also nicht so lieb wie Fernkampf. Feurige Semmel. Dann ist auch noch was. Springen ist nicht so einfach. Man muss mit ein bisschen mehr Geduld machen. Oder die optimalen Wege raussuchen. So, da hinten ist was. Ah, ist nicht mehr die Ebene. Ist die Ebene. Dieser Bullet Rain ist so krass. Es gibt hier eins. Naja, doch zwei Wege hier unten. Einmal den, ne? Seht ihr das? Kann man ja ran scrollen. Geht nicht. Okay, zwei Wege gibt's hier. Das scheint quasi nur ein Bonus zu sein, oder? Gucken wir mal. Muss ich von da drüben rüber? Ups. Bin einfach reingeschubst. Ist ja auch nicht so nett. Gemüserolle. Drei Stück. Sehr gut, in einer Kombo das Viech gekillt. Irgendwie haben wir uns gerade nicht getroffen. Mehr Erfahrung. Tschu. Au. Oh, so ein Party, wenn wir dabei zu haben, ist schon cool. Na, geht's hier irgendwo lang? Nein. Hätte sein können. Gibt immer so kleine versteckte Wege. In dem Spiel hier. Na, muss ich eine höher, oder? Auch nicht, noch eine höher. Noch eine höher. Unglaublich. Droh für dich, oder? Kann ich irgendwie unterwegs immer was... Ah ja, guck mal hier. Okay, so geht's natürlich. Datensignatur? Ah! Oh mein Gott! Ist ja gruselig. Besiege alle Rockin' Hillcats. Tja, doof für dich, ne? Oh mein Gott! Öffne die Truhe und stecke dir die Geodaten 3469 ein. Das ist ja abartig.
Muss ich ja wirklich die ganze Zeit auch das Ding hier benutzen, oder? Eieiei. Das ist ja krass. Okay, scheint es nichts mehr zu geben, ne? Oh mein Gott. Krasser Shit, einfach so. Oh Mann, das Spiel ist sehr, sehr umfangreich geworden. Das ist ein kranker Baum, Mann. Extrakt auftragen. Krankheit geheilt. Ich muss es echt auf das bimmen, das Ding, ey. Dann ist noch ein sehr verdächtiger. Das sind übrigens Gegner, die automatisch aggressiv werden. Na, die werden nicht erst aggressiv, wenn man sie angreift, sondern die werden von selbst aggressiv. Ne? Oder auch nicht? Es gibt welche auf jeden Fall, die selbst aggressiv werden. Und damals waren es die gewesen. Interessant, aber kann sich auch natürlich auch alles ändern. Okay, das Klick, das macht glücklicherweise nicht viel Aufwand, die Analyse zu betätigen. Ich frage mich, ob sie jemals wieder angelnd ins Spiel integrieren werden. Ich will darüber. Verdächtig. Sehr verdächtig. Oh mein Gott. Bin ich ein King, Alter, oder was? Ach, man kann auf die Steine rauf. Hä? Okay. Okay. Hier kommen auch die Attacks nicht durch. Okay, da traf ich nicht. Ich kann hier raufspringen, aber nicht weiter. Okay, was vielleicht jetzt kaputt machen von den Dingern? Nein. Aber mein Leben heilt sich immer wieder gut, ne? 26, okay. Fühlt sich mal wieder voll auf. Okay, das brauche ich, um die Wand hier wegzumachen. Alter, was es hier für neue Secrets alles gibt. Holy moly. Achso, warte mal. Tududum. Man kann leider nichts dazu schreiben, ist ein bisschen schade. Freitextmarken finde ich mal ganz geil. Wenn man da was dazu schreiben könnte. Break. Vielleicht nächste angelockt? Nee. So, na dann komm mal, du kleiner Bulle. Weiß nicht, ob das so eine geile Idee gewesen ist, hier alle anzulocken, aber wird schon. Sobald wir die kleinen Mini-Viecher gekillt haben. Können wir uns mal dem richtigen annehmen. Der hat 86 Damage gemacht, Alter. Holy moly. Da war gar keine Defense. Okay. Er hat eine Rüstung auf. Das heißt, man kann ihn nur von hinten besiegen. Normalerweise stampft er auf einen zu. Aber es ist natürlich nicht clever, wenn der Typ den die ganze Zeit angreift.
Rank B, yeah, wir ziehen gerade voll durch. Heilter Baum. Achso, vielleicht hätte ich da eine Analyse machen sollen, ne? Gucken wir mal. Oh, hier ist nix. Nix Erkennbares. Wildpfad, ihre tröpfelnde Höhle. Guck mal, da hinten geht's noch ein Stück weiter. Ist die Wand offen. Ich weiß nicht, was ist hier wieder? 3 von 99. Vielleicht, dass wir Datenkristalle da entdeckt haben? Ah, ich glaube, so ein bisschen Probleme hat das Spiel noch, ne? Es hat sich einfach geschlossen, das Game. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon besiegt hatte. Ich glaube nicht, oder? Also sehr, sehr merkwürdig, das Game manchmal. Ich weiß nicht, ist einfach ausgegangen. Kritische Fehler, ausgehen, nicht so geil. Muss ich sagen. Na komm, nehmen wir hier gleich den besseren Rang mit. Saisonäpfel. Darkhaft macht natürlich wesentlich mehr Damage, ne? Als, schön reingeschubst. Zack, zack. Autsch. Hässliche Eisenrüstung, Alter. Jetzt genau, jetzt stampft er und... Genau, wunderbar. Super gemacht. Achso, wir sollen im Arsch treffen. Rohes Fleisch. Oh, da ist das rohe Fleisch. Sehr schön. Du hast die Daten der Gegner gesammelt. Sehr schön. Ich muss öfter speichern. Ne? Meistens benutzt du den Autosave, glücklicherweise. Ich guck mal ganz kurz, ob ich den Autosave schneller oder mehr einstellen kann. Ja, es geht nicht. Kleinere Questfenster zeigt alle Aufgaben. Kältemodus 1, 2, 3, ne? Ja, dann. Und 5 ist normaler Modus wieder, dass man gar kein Element haben möchte. Dann können wir uns mal Dinger wieder mitnehmen, da das Spiel neu gestartet wurde. Azurdrachenfliege. Den brauchen wir geheilt, ne? Oh. Gut, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz mal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von... Okay. Okay, geht auch so. Von CrossCode. Bis dahin. Ciao.